herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal Feel Free on Tour. Und jetzt fragt euch bestimmt, warum ist denn im Hintergrund alles so zugedeckt bei mir? Das sieht ja so dunkel aus, wenn er da im Wohnmobil sitzt. Ja, und das hat den einfachen Grund, da unser Wohnmobil im Moment noch abgedeckt ist. Denn nach dem letzten Putzen habe ich gedacht, so geht's nicht weiter. Ständig fahren wir mit dem dreckigen Wohnmobil los, beziehungsweise muss ich dadurch vorher putzen. Und dementsprechend haben wir uns eine schöne neue Plane gekauft. Die habe ich jetzt mal drüber gezogen gehabt. Und die ist echt fantastisch. Jetzt decke ich die Plane ab und darunter habe ich ein wunderbar sauberes Wohnmobil. Und für alle Zweifler kann ich jetzt schon sagen, ich habe es nämlich schon seit ein paar Wochen drauf. Die ist wunderbar belüftet. Der Regen perlt regelrecht ab, da muss es richtig schütten und sonst was und dann bappt die Folie mal oben auf dem Dach. Aber selbst dann, ein bisschen Wind, 2-3 Stunden kein Regen, dann ist es wieder abgetrocknet, alles flattert, darunter ist alles trocken, kein Moos, kein schlechtes Klima. Hervorragend, eine der besten Investitionen überhaupt. In 10 Minuten alleine drauf gemacht und in 10 Minuten alleine wieder runter oder eher 5. Geht ganz schnell. Schaut es euch an und dann geht's los in Urlaub. Einmal hier abgeklipst, einmal da oben abgeklipst, und übrigens, sogar wenn die Abdeckplane drüber ist, tue ich die einfach zur Seite und kann ins Wohnmobil einsteigen. Tür geht nämlich noch auf und man kommt wunderbar rein an der Seite. Kein Problem, einfach mal zwischendrin rein und raus, während die Plane drüber ist. Und wer meint, der müsste an der Seite irgendwie ins Wohnmobil oder die eine Seite mal aufmachen, der hat zwei Reißverschlüsse. Einmal hier und einmal, wir gehen gerade hin, und einmal hier nochmal hier drüben. Ich habe sie jetzt so rum drauf gemacht, die Abdeckplane, man kann die aber auch genauso gut andersrum drehen und hat dann die Reißverschlüsse zum Öffnen von dem Viertel der Plane und kann dann auf der anderen Seite den Reißverschluss auch anmachen. Und da oben, da wo es so flattert, wie komme ich denn da hoch? Ich zeige es nochmal irgendwie. Da sieht man da drunter, das, was so ein bisschen am Rand da drüber steht sozusagen, da sind überall unten drunter Lüftungsschlitze. Da kommt überall die Luft rein. Jetzt sieht man auch von hier innen, wie luftig die Plane ist. Ich habe jetzt das Fenster hier mal hochgekurbelt und dann geht die Plane richtig mit hoch. Ich kann aufs Dach von hier innen schauen, wenn ich hier auf dem Tritt mich stelle. Und wer sich von außen vielleicht gewundert hat, warum ist die so ein bisschen höher gestellt? Naja, ich habe die Solarplatten drauf, ich habe die Dachklimaanlage drauf und ich habe noch so ein, zwei Spülschüsseln an zwei Stellen hingestellt, damit es sozusagen perfekt hoch geht, damit, wenn es doch mal richtig dolle regnet, das Wasser seitlich abfließen kann. Ja? Deshalb sieht es da bei mir so aus. Hinter der Klimaanlage stehen da auch nochmal so Schüsseln. Und dann lasse ich die Plane von vorne nach hinten einfach in die Kiste fallen. Uah, zumindest stelle ich es mir so vor. Fällt sie nicht im Dreck und ich habe ganz alleine fast nicht in den Dreck. Schwuppsdiwupp. Oh, die muss noch ein bisschen trocknen. Die ist noch ein bisschen feucht von heute Morgen. Aber schwuppsdiwupps habe ich sie schon zusammen. Also abmachen geht deutlich schneller.
drauf machen. Sieht man ja schon. Der Wulst, der muss nach den 3 Tagen Wochenende wieder rauf aufs Wohnmobil. Aber sauberes Wohnmobil. Sauberes Wohnmobil. Ja, ja, ja. Und was kommt natürlich auch wieder rein, jetzt zum Herbst, beziehungsweise wenn es kälter wird, unser schöner, flauschiger, selbst zusammengeschnittener, billiger Wohnmobilteppich. Einfach reingelegt jetzt. Ja, Übergänge gibt es in diesem Video nicht. Es ist schon wieder dunkel geworden. Den ganzen Nachmittag haben wir noch Sachen eingeladen, beziehungsweise ich, weil Caro ja wieder nur Ende der Woche jetzt Urlaub bekommen hat. Und wir wollten wenigstens 2-3 Tage wegfahren. Und jetzt haben wir erst die Jungs bei den Großeltern abgeholt. Und die Finja ist heute noch an Halloween auf dem Halloween-Party, Faschings, irgendwie, was weiß ich was, wie sich das nannte, die Party, als Hexenparty eingeladen. Und dann haben wir gesagt, okay, dann lassen wir die da noch hingehen. Und jetzt abends, Donnerstagabends, machen wir uns noch auf den Weg. Also, ein paar Tage, 2-3 Übernachtung gerade, ein bisschen rauskommen, ein bisschen entspannen. Und damit auch überhaupt mal wieder ein Video online geht, mache ich hier mal einen Cut. Wie es weitergeht, seht ihr schon an den Bildern im Hintergrund. Freut euch auf, was da alles Spannendes kommt. Bis zum nächsten Video auf unserem Kanal. Feel free on tour. Tschüssi.